zusammen aus dem C4, das ist ein Live-Zimmer. Ich muss jetzt nochmal schnell ein Video machen. Ich sitze heute mal ausnahmsweise. Habe Disketten durchgestöbert. Ihr seht es hier. Durchgestöbert, weil ich eigentlich Space-Taxi suche. Und ihr glaubt nicht, über was ich gestolpert bin. Seht mal. Ich habe doch tatsächlich einen LCP-Editor, das heißt Little Computer-Editor. Den habe ich jetzt mal geladen, den testen wir jetzt mal an. Okay, Twilight Zone. So, jetzt gucken wir uns das mal an, was da jetzt rauskommt. Oh, Musik. Oh, du, okay. Oh, das scheint irgendwas Holländisch zu sein. Okay, jetzt tun wir mal die LCP-CD rein. Ach, die CD. Seven, du bist in der alten Zeit. Die Diskette natürlich, die 5,25 Zoll Diskette. Das, was man heute nicht mehr hat. So, drücke Return. Also ich habe da vorher schon drin rumgewuschelt. Ihr braucht also nicht zu denken, warum hat der jetzt einen anderen Namen. Also, hier kann ich den Researcher verändern. Gut, den kann ich auch im Spiel verändern. Dann den. Ach, ich kann den Namen vom Little Computer Vogel ändern. F3. Ja, da schau an, da steht schon 7up, da habe ich vorhin rumgewurschtelt. Also normal steht oben dann der Name, wo das Programm vergibt und unten kann ich es dann ändern. Okay, das machen wir jetzt nicht mehr. Hat er also vorhin angenommen. Und auf 1 habe ich es auch wieder gesetzt. Ach ja, einen anderen LCP kann man, da kann man quasi eine andere Nummer nehmen. Das probieren wir mal aus. Habe ich vorhin die 001 gemacht. Also da war irgendwas mit 980 drin gestanden. Ich will aber den LCP-Typ Nummer 001 haben. Gut. Den lassen wir jetzt auch so. Ich tippe es noch mal ein und drücke Return. Also danach habe ich ja mal gesucht nach so einem Teil, aber jetzt habe ich es hier da. Ich gucke mal, ob ich das verändern kann, vielleicht auf Deutsch schreiben kann, das Ganze. Und dann probieren wir das mal aus. Ne? Die Saison 1 habe ich wieder aktiviert. Jetzt gehen wir raus. Ja, das brauchen wir nicht so zu machen. Das gehen wir mal so. So, LCP ist drin. Starten wir mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Ob das wirklich funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Mensch, Space Taxi gesucht und über was stolper ich drüber? Auf einem LCP-Editor. Da habe ich im Internet gesucht und gemacht, getan. Ich habe keinen gefunden. Und jetzt suche ich meine eigenen Disketten durch und was finde ich? Den LCP-Editor. Oh, jetzt wird Datum. Ah, heute haben wir, glaube ich, den 22. immer noch. 01. Oder haben wir schon 23? Ne, wir haben den 22. So, 17. Oh, jetzt die Uhrzeit. Das ist jetzt lustig. Wie viel Uhr haben wir? Ich habe keinen Plan. Och, machen wir einfach mal 20 Uhr. Achso, kann er ja gar nicht. 0800 dann. Keine Ahnung, ist jetzt 0800 ist. PM. So. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob das funktioniert hat. Da denkt man an nichts Böses. Will Space Taxi eine Runde Space Taxi zocken? Da bin ich sowas von geil drauf. Gestern habe ich ja im Internet gelesen, Space Taxi gibt es eine Amiga-Version, eine Freeware-Version für den Amiga. Die wollte ich eigentlich mal downloaden irgendwo, aber ich habe sie nirgendwo bekommen. Also falls von euch jemand Space Taxi auf einem Amiga hat, ich wäre euer Freund. Das sind halt noch die alten Kultspiele. So, jetzt rauche ich erstmal eine. Ich weiß, es ist ungesund, aber macht nichts. Wer will schon ewig leben? Ja, das Laden dauert halt wie gewohnt. Ja, ich habe da meine ganzen. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Also, ach, jetzt wo ich gerade mal hier bin und online bin. Ich habe so viele PNs bekommen, dass sie mal sehen wollen, was in den Boxen alles drin ist. Ich fahre jetzt mal über die Boxen, damit ihr lesen könnt, was da drin steht. Also, das sind meine Amiga-Ersatzteile, da sind Chips drin, C64-Ersatzteile, da sind Chips drin, EEPROMs drin, Sockel drin. Nächste Box, hier haben wir LEDs, Widerstände, Schalter und Schrumpfschläuche. Nächste Box, hier haben wir sonstiges, Lötwerkzeuge, 74S-Chips und Ersatzteile 64 oder 1541. So. So viel mal zu den Boxen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt zufriedengestellt. Hier ist mein C64-Fach. Meine Disketten, also die zwei plus noch die da. Dann habe ich hier ein Amiga-Fach. Da sind meine Amiga-Spiele drin oder Sachen drin auf Disketten. Teilweise auch Originale. Ja, früher musste man die ja kaufen. Ne? Die dritte Box ist geheim, die kriegt ihr nicht zu sehen. Oh, sieh da, ist da. Das ist jetzt der 7up.
So habe ich ihn benannt. Und das ist der LCP mit der Nummer 0001. Okay. Der muss jetzt natürlich erst einziehen, ist klar. Also der regelt immer noch gar nichts. Der guckt sich jetzt das Haus an. Ich mache jetzt eine Pause und mache nachher weiter, wenn er eingezogen ist, ne? Was mir gerade eben so eingefallen ist, normalerweise, wenn ich das wieder auf Resetter auf Null stelle, dann sollte eigentlich doch ich meinen Namen eingeben können, oder? Seltsame Sache. Also ich habe ihn jetzt gebeten, mal einen Brief zu schreiben, um zu sehen, ob er seinen Namen angenommen hat. Jetzt warten wir mal ab, was passiert. Da hat er Papier geholt. Papier ohne Papier in die Hand zu nehmen. Gut, ne? Das sind moderne Geschichten. So, Montag, das Datum brauche ich nicht zu interessieren, weil er hat ja nur das Datum im zweistelligen Bereich. Das heißt, er hat für ihn ist 1917. Oh, Tierfreund, okay. Okay. Och, er hat kein Wasser mehr. Das ist jetzt aber böse, Seven. Sehr böse. So. Ja, früher wurden die Teile ja ausgeliefert, die CDs, das war ja zufällig. Jeder hat quasi einen anderen Living Computer People gehabt, mit anderen Eigenschaften. Der wurde quasi einmalig beim ersten Mal spielen, wurde der aktiviert. Den konnte man auch nicht mehr ändern. Das heißt, das war euer persönlicher Little Computer People. Aber das ist jetzt der Oberhammer, dass ich dieses Tool gefunden habe. Das werde ich nachher zerlegen. Das gucke ich mir genauer an. Jetzt will ich schon wissen, ob er den Namen quasi. Er müsste jetzt quasi, dieser Vogel müsste jetzt quasi Seven Up heißen. Yep. Der heißt wie ich. Also ihr seht, das funktioniert. Ich werde noch ein weiteres Video machen, aber eventuell schneide ich die zusammen, weil ich will sehen, warum der das nicht zurückgesetzt hat. Ciao, ciao, euer Seven.